Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LPO und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Baryov gekloppt in der Tundra und jetzt jagen wir einen Diablos alleine. Bams. Ja, ich bin verrückt, ich weiß. Ich habe mal die Volvidon-Ausrüstung ausgerüstet, weil warum denn nicht? Und ja. Vielleicht nicht die beste Idee, finde ich gerade, aber naja. Müssen auch mal wieder irgendwas alleine erledigen, ne? Hat ja früher auch immer geklappt. So, erstmal eine Ration. Bams. Ich wollte die Wolbidung-Klamotten erstmal vorher ausrüsten, aber wir waren ja da in der Tundra und das Ding ist irgendwie sehr eisanfällig, deswegen lassen wir das mal. Habe ich mir gedacht. Und was haben wir hier? Wir haben Bebenabwehr, wir haben Angriff, wir haben Angriff hoch, ja. Wir haben Beben sicher. Ausweichen. Beben habe ich gerade gesagt. Ne? Na gut, dann gucken wir mal. Diablos. Ein Ding, das sich in der Wüste bewegt. Haben wir schon gelesen. Bewegt sich unterm Sand. Das ist doch mal nicht so gut. Hitzeverträglichkeit erhöht. Macht doch keinen Sinn bei dem Ding. Egal. Bestimmt. Da wird ein Kampf wahrscheinlich. Ist das vielleicht irgendwie so was ähnliches wie der Baroff? Vom Design her. Könnte ich mir so vorstellen. Die fressen Kakteen, glaube ich. Stand da doch, ne? Ist vielleicht blöd jetzt, wo ich den Ding eingesetzt habe, aber egal. Diablos. Sie ernähren sich von Kakteen, okay. Und da ist ein Kakteenfeld, also muss das Viech da sein, ne? Ja, meine Güte. Oh nein, sag nicht, da ist so ein Haiviech. Oh Gott. Boah, das ist so ein Triceratops. Drache. Schreit der Day einfach aus dem Boden. Ja, langsam haben wir irgendwie alles schon mit Flügeln gesehen, ne? Hab ich nicht gesehen, okay. Gott, ist das Viech groß. Oh, der greift auch so wieder Bauch an, oder? Oder nicht? Ach, ist mir schon verwirrt, ne? Oh Mann, echt? Lass mich was machen. Oh! Jetzt gibt es sich im Sand ein. Super. Hat schon der Nibelsnarf nicht so gefallen. Kack auf den Schwanz einfach kaputt hauen, das Viech. Und der Name Diablos habe ich mir irgendwie was schrecklich aussehenderes vorgestellt, muss ich sagen. Den Schwanz, den kriege ich sowas von ab. Oh geil, so kriege ich den ab. Wenn er runterfällt. Der verfolgt aber eigentlich, während er im Sand oder so kommt, sich versteckt. Greift nur einmal kurz an und dann haut er wieder ab. Was? Den könnte ich doch perfekt erledigen, wenn ich die ganze Zeit unter ihm bin, ne? Okay, der scheint ja nur im Nahkampf nicht loszugehen. Bams. Ich weiß bis heute nicht, was da Ding bringt. Ja, schon so oft eingesetzt und weiß nicht. Ach man. Vielleicht wenn natürlich im Sand ist, ich verstehe nicht. Wesen treffe ich den seinen Schwanz eher.
Oh Gott. So, wenn das glitzert, habe ich dort geführt die Verteidigung. Weil ich habe irgendwie so Verteidigung wird manchmal der Schaden wird manchmal reduziert. Ich habe irgendwie für den Verteidiger bei der Nahrung ausgerüstet. Ich glaube, das Glitzern sorgt dafür, da hatte ich weniger Schaden bekommen, ne? Ist es doch wahrscheinlich. Ja, theoretisch kann ich seinen Schwanz voll leicht treffen. Oha. So, jetzt kommen wir hoch irgendwo. Oh Mann. Warte, das Ding ist auch nicht kaputt machbar. Alter. Wo ist er? Hey, der ist abgehauen. Der Pisser. Aber bis jetzt läuft der Kampf nicht so gut. Habe ich so das Gefühl, ich habe den nicht so oft getroffen. Wie er mich. Hoffentlich frisst er irgendwo oder pennt oder was weiß ich. Jetzt sind die letzten Monster einfach nur irgendwie Flugviecher. So im Stil von Ratian. Mit irgendwas als Gesicht. Letzte war ein Säbelzahntiger, jetzt haben wir einen Triceratops. Ma! Ein Down von diesem Angriff, ne? Auch mal echt so voll treffen können. Ey, jedes Mal, der kommt da raus. Ich will auf seinen Schwanz losgehen. Der macht diesen scheiß Angriff. Oh, echt, hör auf damit. Sagen andere so, natürlich bist du auch selbst schuld. Warum nimmst du auch nicht deine Dingens mit? Ein Begleiter. Ich werde mal allein erledigen wieder. Muss hier schon offscreen andauern, damit die Kämpfe einfach nur schneller gehen. So, scheiß auf den Schwanz, ich hau dich jetzt einfach kaputt. Jetzt blöd. Oder den Schrei hatten wir auch noch nicht. Man schreit, den wir noch nicht hatten. Ja, das kannst du wieder mit deinem Schwanzangriff, ne? Oder auch nicht. Einfach nur unter dir. Bin ich sicher. Er ist verwirrt. Gut. Na verdammt. Noch ewig so weiter gehen können. Noch ewig so weiter gemacht. Mann! Jetzt tun wir wieder hier die Bypasser hier. Für Nerven gehen. Mich beinahe töten. Schon oft passiert, beinahe. So, erledigen mal die. Boah, das ist kein Posen, ne? Geht mir so auf Nerven. Wer hat... Oh! Also, ich dachte, ich wäre jetzt wieder. Wer hat gedacht, das wäre eine gute Idee, das einzuführen, ganz ehrlich. Damit das Spiel irgendwie ein bisschen lustiger wirkt oder so, das ist doch kacke. War in den früheren Monstern dann auch so? Was beschissen ist das? Also, das hat beschissenste Future in dem ganzen Spiel hier. Ja gut. Ach man, jedes einzelne Mal. Ah, ich wusste es. Kannst du auch fliegen? Du hast ja Flügel, ne?
Ja, super. Das wird nicht gut ausgehen. Maha. Hol dich ein oder irgendwie sowas. Lass mich in Ruhe. Danke. Warte ab. Dann machen wir den hier wieder. Klappt das so wunderschön immer. Alter. Ich sehe nichts, Mann. Ich sehe nur Fleisch. Und Panzer, Schuppen, was weiß ich. Da, wer diese Pose nicht, ne? Ja, man muss irgendwie immer 3-4 Sekunden mit einrechnen. Sollte wenigstens irgendwie so was geben, womit man abstellen kann, ganz ehrlich. Ist echt nicht witzig. Also Nintendo. Muss natürlich immer ein bisschen, weiß nicht, kitschig sein, einige Sachen. Zum Teufel. Alter. Ich meine, das mit den Sternchen, das kann ich ja manchmal verstehen, wenn man so zweimal irgendwie direkt hintereinander K.O. geht. Wenn man dann Sternchen sieht, das ist dann nicht so schlimm im Gegensatz dazu. Was? Ich habe da durchgeschlagen. Was zum... Kannst du mal umkippen oder so? Boah, ich sehe schon wieder nichts. Da müssen wir auch noch einen Kälteeffekt, jetzt Kältetrank nehmen. Haut der ab? Okay. Gut, ach. Na, warum muss das sein? Weil es Nintendo ist oder was? Ich wette, das liegt daran. Nur weil es Nintendo ist, ne? Muss ich mal informieren, ob da in anderen Dingens auch so war. Andere Monster antan. Keine Ahnung. Man muss einfach wissen, dass es von Nintendo ist. Muss ein bisschen kitschig sein oder was weiß ich. Wo ist er? Er war gerade. Er war gerade verwundbar, wollte ich sagen, bestimmt, aber. Geblieben. So, ich habe euch nicht angegriffen, merkt euch das. War dieser Pisser da. Oh. Aktion, Reaktion, jedes Mal gleiche. Sehr gut. Schon. Oder kack Ding ab. So wirklich ist er so groß, da kann ich Biomotor an seinem Bein hier verstecken. Das ist wesentlich gut. Jetzt habe ich den Kampf irgendwie im Griff, habe ich so das Gefühl. Boah, einfach knapp. Und ja, ich setze auf diesen AB. XA Angriff ein, wo ich so mein Schwert so nach oben schlage. Mal gegen die Viecher gesagt, irgendwie am besten, habe ich so das Gefühl. Man dann immer schön den Schwanz treffen kann. Okay. Nicht vergessen. Verdammter Dreck.
Und wenn der Schwanz weg ist, wird der Kampf bestimmt einfacher. So, jetzt muss ich einen Weg finden, mein Ding zu schleifen. Schnell genug, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das wird jetzt nicht so schön. Ja, auf damit! Also, lass mich verdammt nochmal schleifen. So, jetzt. Komm schon, das reicht. Jawohl. Oh Mann. Oh Mann, das wäre doch geil, wenn ich den abtrennen würde, während er untertaucht. Okay, der ist wieder weg und der Farbpart ist natürlich schon wieder abgelaufen. Und hier lag irgendwo gerade was. Da. Es ist immer dasselbe, aber der kann ja nur in den Sandgebieten sein, ne? Ja, erste Hilfe jetzt. Nein, das finde ich doch schön. Ist eine Ration, wenn es geht. Ja. Ja, noch eine erste Hilfe als Nein, danke. So, gehen wir mal hier lang. Nein. Da gehen wir mal da lang. Wer ist jetzt woanders? So, irgendwo in diesen Sandgebieten hier sein. Gott, verdammter Dreck. So, da ist er. Meine Güte, ey. In 5 Minuten hier gesucht. Oh, du Pisser. Hat er wahrscheinlich voll viel hochgeheilt. Jedes Mal ist das gleiche. Also dafür kriegst du jetzt aber auch für Fresse. Dass du mir so lange Probleme gebraucht, geben was ich zu suchen. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt das auch noch. Keine Ahnung. Wie lange ich gesucht habe für den Mann. Oh Gott, echt. Kann ich ihn gleich noch mal suchen oder was? Habe ich mal hier jetzt. Perfekter Ort zum Heilen wahrscheinlich. Mann! Da gibt ihn noch 5 Minuten, mich anzugreifen. Oh. Ich muss posen, ich muss, ich weiß nicht wieso, aber ich pose einfach mal. Während ich esse, während mich ein riesiges Monster hier angreift. Oh. Oh. Boah, der ist echt da gewesen. Boah. Da war ich noch ganz am Ende gerade. Und dann war er schon wieder hier, der war doch da, leck mich. Hey, guck dir an, das Viech an, wie riesig das ist. Das Viech ist da, ehrlich? Boah, jetzt pennt er. Boah. Du kriegst jetzt so einen in die Fresse. Dein Schwanz, den hau ich mir jetzt ab. Danke. Das hat gut getan. Die Abschwapfisch. Boah. Der hat schon immer so einen schwarzen Atem gehabt. So, jetzt kannst du dich mal mit deinem verdammten Angriff verpissen. Und ich mal mit deinem Schwanz kaputt haus. Mein Gott, wie böse der jetzt guckt. Oh, was? Mein Gott. Besser. Ja, ist gut.
Posen. Besonders bei den starken Gegnern merkt man echt, wie beschissen das ist. So, warte, du kleiner. Was? Okay. Ah, verdammt. Boah, ich glaube, ich brauche gar nicht schneiden dann. Verdammt, aber war ich ein paar Stellen ein bisschen ruhig. Ah, egal, werde ich schon gucken. Ich dachte, der hat noch sehr viel mehr AP. Okay, Mann. Bis auf diese, ich habe den Typen voll verloren Aktion. War jetzt nicht so schlimm. Fand ich jetzt. Mach ich mir keine Steine. Und ich. Jetzt kämpfen hier, bitteschön. So, dein Leben ist jetzt vorbei. Hast du selber zuzuschreiben. So, jetzt haben wir nur noch die Mission, wo ich ein paar Rathalos-Klamotten, ich glaube zwei Rathalos-Klauen, besorgen muss. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder in ein neues Gebiet. Rostscherbe, ein Felskuppel. Nein, es scheint ein Teil zu sein. Müsste mal poliert werden. Oh, das ist geil. Rätselamulett. Davon kriegt man, glaube ich, Waffen. Na. Oh. Jägerbogen 1. Ja, super. Ich habe mal irgendwie ein rostiges Schwert bekommen. Rostiges Schwert und Schild. Und das habe ich schon einmal poliert und danach ist es nicht viel besser geworden, hat mir sogar Minuswerte gegeben. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal, ich kann das ja mal zeigen, Verbesserung hier, Datei hier, mattes Schwert kann ich herstellen. Nee, mattes Schwert habe ich gerade und ewiger Kampf kann ich herstellen. Und guckt euch mal jetzt das an. Ich brauche noch zwei Flammenbeutel, dann kann ich ewiger Kampf herstellen. Und das tut gegen Drachen, das tut Drachenschaden 410 geben. Oder gegen Drachen 410. Und das sieht auch noch richtig geil aus, das Schwert. Der ultimative Drachentüter. Dieses Schwert wurde 108 Tage lang geschmiedet. Und ja, deswegen versuche ich mal irgendwann einen Flammenbeutel zu bekommen. Um dieses Ding zu erschaffen. Hoffentlich bringt's das. Na gut, aber ich würde dann sagen, ob ich jetzt hier schneide oder nicht, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich glaube schon, weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. Wir haben ja keine anderen Quests mehr, ne? Oh, ist immer noch grün. Das heißt, da kommen noch mehr. Okay. Dann würde ich sagen, das war's dann fürs Erste in dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir dann die Sachen abgeben, die ich bis dahin gesammelt habe. Also Rathalos klauen, glaube ich. Und mehr eigentlich nicht. Ja. Sehen wir dann, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuschauen.